Servus Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Rafa. Unter die letzte habt ihr in den Kommentaren wieder viele interessante Fragen gepostet. Ich habe mir ein paar rausgepickt und diesmal geht es unter anderem um die Fragen: Wann genau am Tag sollte man ein Proteinpulver zu sich nehmen? Dann, warum gibt es Leute, die so viel in sich reinstopfen können, aber nicht dick werden? Und was für Verletzungen habe ich mir so alles beim Kraftsport zugezogen? Das alles und wieder eine Schnellfragerunde gibt es in dieser Ausgabe, also dranbleiben. Die erste Frage kommt von A9Pinoy und er möchte wissen: Wenn ich einen Post-Workout-Shake trinke und anschließend pinkeln muss, muss ich mir Gedanken machen, ob mein Körper die ganzen Nährstoffe von dem Shake verwertet hat oder ist es das Wasser, welches ich während des Trainings zu mir genommen habe, das ich nach dem Training ausscheide? Eine sehr kuriose, aber auch interessante Frage. Also im Grunde hast du die Sorge, dass wenn du einen Proteinshake zu dir genommen hast und danach sofort pinkeln musst, eventuell dein Körper die ganzen Nährstoffe aus dem Shake nicht 1:1 verwertet hat und einfach in Form von Urin von sich gibt. Ja, auf so einen Gedanken kann man kommen, aber das ist völlig grundlos. Also es kann natürlich die verschiedensten Ursachen haben, dass man aufs Klo gehen muss. Hauptursache ist natürlich, dass man vorher viel getrunken hat und die Blase einfach voll ist und dementsprechend geleert werden muss. Ansonsten wird es schmerzhaft. Was ich da einfach nur aus Erfahrung sagen kann, ist, dass man eventuell im Training so stark konzentriert ist, in so einem Fokus ist, dass man gar nicht merkt, dass die Blase voll ist. Erst wenn das Training vorüber ist und man so ein bisschen zur Ruhe kommt, dann kann es Klick im Kopf machen und man stellt fest, dass man eventuell aufs Klo muss. Und dieser Effekt kann natürlich verstärkt werden, wenn man nach dem Training einen Shake zu sich nimmt, also generell etwas Flüssiges zu sich nimmt. Ihr kennt ja alle den Effekt, wenn man irgendwie Wasser fließen sieht oder irgendwie mit Wasser in Kontakt kommt, dass dann eventuell die Blase sich ein bisschen bemerkbar macht, dass man aufs Klo muss, und das ist eventuell der gleiche Effekt beim Training oder nach dem Training, dass man einfach so stark im Fokus ist, so stark konzentriert ist, dass man im Training gar nicht merkt, dass man aufs Klo muss und halt erst danach durch den Kontakt mit einer Flüssigkeit, in dem Fall der Proteinshake. Also keine Sorgen machen, das ist eine ein dummer Gedanke, eine dumme Sorge, mit der man sich da auseinandersetzt. Die nächste Frage kommt von Philipp Brandkamp und er möchte wissen: Wie kommt es, dass manche Menschen kaum zunehmen, auch wenn sie alles in sich reinstopfen? Ja, das ist eine Frage, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mann. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch individuell ist und diese Individualität macht sich in den verschiedensten Bereichen bemerkbar. Im Stoffwechsel, im Körperbau und. Nun ist es so, jeder hat irgendwie einen Bekannten oder aber einen Freund, der alles essen kann und einfach keinen Gramm zunimmt. Nun ist es so, dass wir aber mit dieser Person nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche verbringen. Wenn wir uns mit dieser Person treffen und die alles in sich reinhaut, ne, dann wissen wir ja nicht unbedingt, was diese Person die Tage vorher gegessen hat. Es kann gut sein, dass die Tage davor die Person sehr, sehr wenig gegessen hat und gerade an dem Tag, an dem wir mit ihr unterwegs sind, sie einfach alles in sich reinstopft. Und über die Woche gesehen kommt es dann halt einfach zu einem Kalorienausgleich. Die Kalorien werden halt einfach 1:1 gedeckt. Die Person ist nicht im Kaloriendefizit bzw. in einem Kalorienüberschuss. Und so ähnlich ist es halt auch bei mir. Ich habe Tage, da esse ich sehr wenig, bin in einem Kaloriendefizit, und dann gibt es Tage, da bin ich in einem Kalorienüberschuss. Und über die Woche gesehen decke ich einfach so meinen Kalorienbedarf. Ist eine Möglichkeit, ob es jetzt intelligent ist, sei mal dahingestellt, aber das ist eigentlich bei vielen Menschen heutzutage die Regel. Ne? Grundsätzlich ist es so, ihr dürft nicht davon ausgehen, dass es den Begriff Hardgainer bzw. Softgainer gibt. Niemand wird als Hardgainer geboren und niemand wird als Softgainer geboren. Man wird zu einem Hardgainer bzw. man wird zu einem Softgainer über die Ernährung, die man praktiziert, beziehungsweise über die sportlichen Aktivitäten, die man praktiziert, und noch über andere Faktoren. Ne? Es ist so, dass wenn man ein Softgainer ist, man
problemlos zu einem Hardgainer werden kann und natürlich auch andersrum. Wenn man ein Hardgainer ist, kann man auch zu einem Softgainer werden. Davon hängt einfach wirklich nur die Ernährung ab und halt die sportliche Betätigung. Das ist alles. Ne? Das ist kein dauerhafter Zustand. Wie gesagt, niemand wird als Softgainer und niemand wird als Hardgainer geboren. Das müsst ihr wissen und das müsst ihr euch auch einverleiben. Grundsätzlich ist es so, dass der Stoffwechsel im Laufe des Lebens sich immer wieder verändert. Ein 10-Jähriger hat einen ganz anderen Stoffwechsel als ein 20-Jähriger, ein 20-Jähriger einen ganz anderen Stoffwechsel als ein 40-Jähriger und ein 40-Jähriger hat einen ganz anderen Stoffwechsel als ein 80-Jähriger. Eigentlich ist es so, dass mit dem Alter der Stoffwechsel immer langsamer wird. Da kann man halt so ein bisschen gegenarbeiten mit halt der Ernährung und regelmäßigen sportlichen Aktivitäten. Aber im Grunde ist das halt auch auf eine gewisse Art und Weise vorgegeben. Ne? Also nicht wundern, es kann immer mal wieder den Anschein haben, dass manche Menschen einfach von Gott gesegnet sind, weil sie halt alles essen können, wie sie möchten. Aber das ist eventuell nur der Fall aufgrund von ein paar Faktoren, ne? Weil die halt wenig essen, beziehungsweise viel Sport treiben oder aber auf irgendwelchen anderen Faktoren hin. Ne? Also da nicht beirren lassen und definitiv nicht davon ausgehen, dass ihr zu 100% ein Hardgainer seid oder aber, dass ihr zu 100% ein Softgainer seid und davon niemals wegkommt. Ne? Das sind halt einfach Begrifflichkeiten, die hat man sich zur Hilfe genommen, um halt ein paar Sachen zu erklären, um ein paar Sachen, ich sag jetzt mal, auch zu verkaufen, ne? Aber im Grunde sind das halt keine festen Begrifflichkeiten und niemand sollte davon ausgehen, dass er A oder B ist, denn B kann zu A werden und A kann zu B werden. Andreas Sohle möchte wissen, mich würde mal interessieren, was für Verletzungen du in Bezug auf Fitness schon hattest und wie du sie wieder losgeworden bist. Ja, die ein oder andere Verletzung hatte ich mir schon durch Sport zugezogen. Die letzte könnt ihr hier sehen, ein riesiger blauer Fleck am Oberarm habe ich beim American Football bekommen. Ich hoffe, ihr habt euch das Video mal angeschaut, ist die Tage online gekommen. Hier konnte ich natürlich nicht meine Arme trainieren. Ich wollte einfach nicht riskieren, dass der blaue Fleck größer wird. Denn ihr wisst, wenn wir unsere Arme trainieren oder generell eine Muskelgruppe, dann pumpt der Körper da natürlich Blut hinein. Diese Region steht dann unter Druck und ich wollte einfach nicht riskieren, dass die Blutgefäße wieder aufplatzen. Dementsprechend ist das Armtraining die letzten Tage bei mir ausgefallen. Aber mittlerweile geht es schon wieder, der blaue Fleck ist schon viel, viel besser geworden, aber sah wirklich äußerst ekelhaft aus. Ansonsten habe ich mal immer wieder Probleme mit der Schulterregion, dass sich dort die Schleimbeutel entzünden. Das mal stärker, mal schwächer. Das letzte Mal, wo es wirklich stark war, das war so vor 3-4 Jahren, da musste ich dann halt auch zum Arzt, der hat mich zum Physiotherapeuten geschickt und hat mir auch ein paar Medikamente verschrieben, Salben und sowas alles eingecremt und ich musste dann natürlich auch pausieren mit dem Training. Im Grunde war es einfach eine Sache von Zeit, ich musste mir Ruhe gönnen, nach ein paar Wochen war das dann wieder besser, aber ich habe immer mal wieder so den Fall, dass ich dann halt so ein leichtes Ziehen in der Schulterregion verspüre, besonders wenn ich ein hartes Training hinter mir habe. Grundsätzlich müsst ihr einfach wissen, wenn ihr regelmäßig Kraftsport, Krafttraining betreibt, tut das eurem Körper zwar auf eine gewisse Art und Weise gut, aber es ist auch immer noch eine Belastung für den Körper und vor allem für die Gelenke. Also seid euch dessen immer bewusst, besonders wenn ihr halt 5-6 Mal die Woche für 2 Stunden trainieren geht, dann ist das halt wirklich schon auf Leistungsniveau. Das müsst ihr euch immer bewusst sein und das kann sich halt über die Jahre irgendwann in gewissen Körperregionen bemerkbar machen. Ansonsten habe ich auch manchmal Probleme mit den Handgelenken, dass die so ein bisschen schmerzen. Das war es aber eigentlich auch schon. Ansonsten so ein paar kleine Wehwehchen, aber ich würde das jetzt nicht großartig als Sportverletzung oder sowas sehen. Ich habe mir noch nie irgendwie etwas gebrochen, irgendwie eine Sehne oder so etwas angerissen, hatte ich auch noch nicht. Also da habe ich Glück gehabt bisher, toi toi toi, aber es kann immer mal wieder vorkommen. Ne? Wenn dem so sein sollte, werdet ihr darüber natürlich in Kenntnis gesetzt. Mein guter Kumpel und Let's Player Frank Sirius möchte wissen, hey Rafa, ist es sinnvoll, Proteinpulver über den Tag zu verteilen, also beispielsweise morgens und abends einzunehmen? Und wie sieht es aus mit der Zunahme an trainingsfreien Tagen? Reduzieren, drauf verzichten, cheers Frank.
Im Grunde ist es dem Körper egal, wann wir ihm Proteine zuführen. Das kann morgens sein, das kann mittags sein, das kann abends sein. Wichtig ist einfach, und das ja jeden Tag aufs Neue, dass wir unseren Proteinbedarf zu 100% decken. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ne, über Proteinshakes, das ist eine bequeme Möglichkeit, ne, oder aber über natürliche Lebensmittel, Milchprodukte, Fleischprodukte, pflanzliche Produkte, alles, was einfach Proteine enthält. Ne. Wichtig ist einfach, dass man seinen täglichen Bedarf deckt. Als Sportler liegt er ungefähr bei 1,5 Gramm je Kilo Körpergewicht. Man kann auch ein bisschen höher gehen auf 1,7 Gramm, auf 2 Gramm je Kilo Körpergewicht, aber das ist meiner Meinung nach schon zu viel. Also 1,5 Gramm Eiweiß je Kilo Körpergewicht ist eigentlich völlig ausreichend. Und wie gesagt, es ist egal, ob wir jetzt morgens, mittags oder abends uns einen Shake reinknallen. Hauptsache ist einfach, dass wir unseren Proteinbedarf gedeckt haben und das jeden Tag aufs Neue. Nun wird vielleicht der ein oder andere aufschreien, ey, aber was ist mit dem Proteinshake nach der Trainingseinheit? Ist auch völlig egal. Also man hat festgestellt, dass die Proteinsynthese nach einer intensiven Trainingseinheit bis zu 24 Stunden anhält. Also es ist vollkommen Latte, ob ihr den Proteinshake 10 Minuten nach eurem Training zu euch nehmt oder aber 2 Stunden später. Vollkommen egal. Entscheidend ist einfach, dass ihr über den Tag verteilt, das ist natürlich noch wichtig anzumerken, Proteine zu euch genommen habt und halt auch noch im Laufe des Tages Proteine zu euch nehmt. Das ist das Entscheidende. Ein wirklicher Effekt in Bezug auf den Muskelaufbau haben jedoch Kohlenhydrate. Ne? Also, dass wir wieder unsere Glykogenspeicher nach einer Trainingseinheit auffüllen. Ne? Das hängt halt auch mit dem Hormonhaushalt zusammen. Insulin, anaboles Hormon und, und. Aber mit Proteinpulver, Proteinshakes könnt ihr auch warten. Also wenn ihr zum Beispiel das Problem habt, nach einem Training eventuell irgendwie einen flauen Magen habt und einen Proteinshake nicht wirklich noch nicht vertragt, kein Thema, ihr könnt auch 2 oder 3 Stunden warten. Hauptsache, ihr habt einfach euren Bedarf über den Tag gedeckt. Und das gilt an Trainingstagen sowie an trainingsfreien Tagen. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zur Schnellfragerunde. Sie haben wieder viele interessante, stupide, aber auch einfache Fragen gestellt. Diesen werde ich mich jetzt widmen. Los geht's! Wie bist du zu YouTube gekommen? Ja, das Ganze ist schon 4 oder 5 Jahre her. Damals habe ich als Moderator bei der Game Inside Show angefangen. Der ein oder andere kennt eventuell noch diesen YouTube-Kanal, der dann später zu einem YouTube-Netzwerk wurde und jetzt so wirklich nicht mehr existiert. Da habe ich Reviews zu Spielen und Hardware gedreht, sah noch wirklich ganz anders aus. Eventuell gibt es noch das ein oder andere Video online, also sucht einfach mal danach. Mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen und sprichst du noch flüssig Polnisch? Ich bin mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen, das war 1990, also schon 25 Jahre her. Und mein Polnisch ist mehr schlecht als recht. Ich verstehe zwar noch eine Menge, aber sprechen kann ich nicht mehr so gut. Wie viele Kappen hast du eigentlich? Ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht. So bestimmt um die 20 Stück. Ich hatte früher sogar noch mehr. Warum ich so viele habe, ich weiß nicht. Ich tue sie jetzt nicht sammeln. Ich trage einfach gerne Cappies und ich habe von den verschiedensten Basketball- und Baseballvereinen Cappies da und natürlich auch in den verschiedensten Farben. Ich stehe einfach auf die Dinger und ich habe das Glück, dass ich Cappies tragen kann. Also, dass sie mir einigermaßen stehen. Was hältst du von Freeletics? Ja, im Grunde eigentlich recht interessant, ne? Haben sich 2 oder 3 Burschen ausgedacht und ich würde sagen, die haben jetzt auch finanziell ziemlich gut ausgesorgt. Ich habe es mir auch ein paar Mal angeschaut, ist jetzt nicht etwas, wofür ich zu 100% zu haben bin. Ist, denke ich, aber für manch anderen äußerst interessant, ne? Auch weil es halt äußerst mobil ist und dieser ganze Challenge-Faktor und Social Media und pipapo. Aber die Jungs haben das Rad nicht neu erfunden. Ne? Also ich kann mich theoretisch auch auf den Boden hier legen, eine halbe Stunde lang rumzappeln und ich werde auch meine Kalorien verbrennen. Ne? Eventuell auch ein bisschen Muskeln aufbauen. Ne? Also ihr seht, zu einem guten Körper führen viele Wege und Freeletics ist einer davon. Hast du eigentlich einen Führerschein? Ja, ich habe einen Führerschein, den habe ich mit 18 Jahren gemacht. Aktuell habe ich aber gar kein Auto. Ich brauche es auch nicht wirklich, denn ich komme mit Bus und Bahn überall gut hin. Ansonsten bin ich auch recht mobil mit meinem Fahrrad. Wenn ich mir jetzt aber ein Auto holen würde, dann wäre es wahrscheinlich ein Cabrio. Ich wollte schon immer mal ein Cabrio haben. Die Marke wäre mir eigentlich auch egal. Es könnte ein Opel sein, könnte ein VW sein, könnte ein Audi sein. Also
ich muss mich damit jetzt nicht irgendwie großartig profilieren oder so. Wenn ich aber wirklich die Möglichkeit hätte und wirklich finanziell mir gar keine Sorgen machen müsste, dann würde ich mir wahrscheinlich einen Oldtimer Ford Mustang holen, so ein 68er oder 69er Ford Mustang Cabrio. Das wäre schon richtig geil. Also da hätte ich wirklich richtig Bock drauf. Hast du dich mal wachsen lassen? Nein, habe ich noch nicht. Dazu bestand auch noch nicht die Not. Ich bin jemand, der generell sehr haarlos ist. Also ich habe gar keine Haare auf der Brust, auch nicht auf dem Rücken oder so. An den Beinen habe ich sehr, sehr viele Haare, auch an den Armen. Aber so die Stellen, die man sich normalerweise wachsen lassen würde, da habe ich gar keine Haare. Gott sei Dank. Eine heiße Nacht mit Jennifer Lopez oder ein Training mit Arnold Schwarzenegger zu seiner besten Zeit. Also ganz ehrlich, ich würde mich für die heiße Nacht mit Jennifer Lopez entscheiden und es wäre eine äußerst lange heiße Nacht bei mir, wenn ihr wisst, was ich meine. Wie würdet ihr euch entscheiden? Würdet ihr euch für Jennifer Lopez oder für Arnold Schwarzenegger entscheiden? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Das war's mit dieser Ausgabe von Frag Rafa. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich wirklich riesig drüber freuen, glaubt es mir. Ansonsten postet mir neue Fragen als Kommentar unter das Video. Sollten Fitnessfragen sein, können natürlich auch private Fragen sein oder sonst irgendwelche Fragen. Seid kreativ und vor allem stellt mir auch Fragen für die Schnellfragerunde. Es können kurze, stupide, dumme Fragen sein, also alles, was euch einfällt, einfach unten in die Kommentare hauen. Ansonsten habt ihr nochmal hier drei Verlinkungen zu älteren Videos von mir. Schaut die euch an, ist vielleicht der ein oder andere Fitness-Tipp für euch dabei. Und folgt mir auch auf Facebook unter www.facebook.com/infitness-tv. Schreibt mir dort was an die Pinnwand oder aber schickt mir eine private Nachricht mit einer Frage. Ich versuche, die so schnell wie möglich zu beantworten. Und folgt mir auch auf Instagram unter www.instagram.com/rafainfit. Das ist mein Nickname dort, rafainfit. Folgt mir da, würde ich mich auch riesig drüber freuen. Das war's, wir sehen uns die Tage. Haut rein!